Wir sind unterwegs in einem BMW 5er E34 und so viel Spaß das Fahrzeug beim Fahren macht. Diese Autos haben fast alle immer ein Problem, und zwar zusammen mit dem 7er BMW E32 ist es die sehr indirekte Lenkung, was eigentlich aus der Kombination aus Kugelumlauflenkung kommt und vor allem der sehr weichen Vorderachsgummilager an den Querlenkern und den Druckstreben. Und das kann man einfach jetzt mal demonstrieren, sobald wir jetzt auf eine Gerade kommen. Dann versuchen wir mal einfach in die Mittellage die Lenkung einfach mal hin und her zu bewegen und schauen wir mal, ob das Auto darauf reagiert. Und wenn ja, ab wann es überhaupt reagiert. Jetzt sind wir auf einer Geraden. Ja. Jetzt bewegst du einfach mal hin und her. Probiere ich das. Also hier um die Mittellage hier geht das Lenker zwar wunderbar hin und her. Ich schau mal jetzt draußen, die lenkt nochmal hin und her. Ja. Also ich merke überhaupt nichts, dass das Auto reagieren würde. Das heißt, man hat so viel Spiel in der Lenkung. Und wir versuchen jetzt mal was dagegen zu tun, indem wir an der Vorderachse andere Lager verbauen. Und auch die Hinterachsgummilager werden wir dementsprechend gegen andere Lager austauschen. Und danach werden wir nochmal ein paar Kilometer mit dem Auto fahren und schauen, was sich dann verändert hat, allein am Ausbau der Gummilager. Beginnen tun wir jetzt erstmal mit dem Ausbau der Abdeckung, der Kunststoffabdeckung unterm Motor, also direkt unterm Motorblock. Die ist bloß mit ein paar Schrauben festgemacht, Schlüsselweite 10. Und es geht im Endeffekt hier um den Querlenker, den man hier schön sieht in Aluminiumausführung. Den bauen wir aus, und hier hinten sieht man auch die Druckstange, und jeweils die Gummilager kommen jetzt gleich raus. Anfangen tun wir mit dem Ausbau der hinteren Druckstange. Das ist in dem Fall jetzt die schwarze hier. Dazu wird hier unten am Federbein direkt eine Mutter gelöst. Die ist Schlüsselweite 22. Vorher natürlich schön einsprühen mit Rostlöser. Und dann kann man die Mutter auch gleich rausdrehen, bis sie ungefähr bündig ist auf dem Gewinde. Hören wir kurz auf zu drehen. So, genau, wunderbar. Hier an der Stelle sehen wir jetzt, dass wir es ungefähr so haben, dass es am Gewinde ist. Jetzt können wir nämlich hier auch unseren Abzieher ansetzen. Hier drüben können wir in der Zwischenzeit schon mal die Schraube etwas lockern, ein bisschen herausdrehen. Dazu einfach den 22er Schlüssel von der anderen Seite ansetzen. Und hier vorne einfach mal locker drehen, aber noch drinnen lassen, dass uns dann auf der anderen Seite mit dem Abzieher der Druckarm nicht auf den Kopf fällt. Genau, locker ist jetzt schon, das reicht eigentlich auch schon. Und jetzt holen wir unseren Abzieher und versuchen mal hier dieses Gewinde herauszubekommen. Das ist ja hineingepresst, also konisch in den unteren Federbeinauflahme. Und das ist ein bisschen mit Spezialwerkzeug ein bisschen drehen. Wenn man Glück hat, springt das Ding auch gleich raus. Mit dem Abzieher haben wir das Gewinde ganz schnell draußen gehabt. Also vorher auch wieder schön mit Rostlöser alles einsprühen, gerade hier oben an dem Bereich, wo der Gummibalk ist von der Druckstrebe. Ja, und jetzt kannst du mal den Abzieher rausnehmen. So schnell haben wir gar nicht gedacht, dass es funktioniert. Man sieht, jetzt liegt auch schon hier unten das Gewinde unten an der Mutter an. Und jetzt können wir die Mutter abziehen und dann können wir den kompletten Lenker herausnehmen. Um die Mutter jetzt komplett herauszunehmen, müssen wir natürlich oben den Lenker nochmal ein bisschen reindrücken, damit es in das Gewinde sich nicht andauernd mitdreht. Ist ja schon lose. Und ein bisschen Gegenspannen von der Zange oben reicht schon. Dann können wir die Mutter nach unten hin abnehmen. Und jetzt können wir eigentlich den Lenker dann mit einem leichten Schlag unten her ein bisschen rausdrücken. Und vorher machen wir dann aber noch hier drüben unsere Schraube komplett raus, die wir schon gelockert haben. Schlüsselweite 22, Lenker komplett ausbauen und dann die Schraube herausziehen, und schon hat man das erste Bauteil, an dem wir die Lager tauschen wollen, komplett ausgebaut. Jetzt kann man die Schraube dann rausnehmen, das ist ein ziemlich langes Stück, und jetzt ist der Arm hinten auch schon frei wie wirklich, kommt auch schon entgegengeflogen, und
Jetzt haben wir nur noch auf der anderen Seite das Gewinde hier drin stecken. Kann eventuell sein, dass es noch ein bisschen blockiert. Wenn es aber gut ist, dann lässt sich im gleichen Schlag auch schon nach oben drücken. Jawohl, ist schon draußen. Und jetzt muss man den Lenker über die Spurstange oben rüber herausfädeln. Und an dem Lenker machen wir jetzt gleich weiter und tauschen genau diese Lager, die, man sieht es sogar auch schon, unten schon wieder rissig sind. Die halten eigentlich nie lange durch. Dann schauen die schon wieder aus wie in dem Bereich hier unten. Und hier in dem Bereich ist sogar noch nicht mal eine Verbindung da zum Gummilager. Das heißt, es ist im Endeffekt nur oben und unten gelagert und hier der Bereich ist eigentlich nur angelehnt und dadurch ist natürlich die Vorderachse von vornherein schon mal sehr weich abgestimmt. Zum Aufbau des Lagers haben wir jetzt einfach eine Konstruktion zusammengebastelt, die eigentlich normalerweise für die Hinterachs-Tonnenlager gedacht ist, das Spezialwerkzeug. Und zwar haben wir da einfach nur die Hülse vom Abzieher hergenommen und in der Mitte ist auch eine passende Scheibe Metall drin. Jetzt in den letzten Zügen müssen wir noch eine Mutter dazwischen stecken und jetzt zeigen wir einfach mal, wie man das Teil dann einfach ausbauen kann. Lange Verlängerung natürlich. Ich gehe von der anderen Seite mal hin. So. Jetzt einfach weiter drücken. Am Anfang ist es natürlich ganz schwer, weil da viel Rost dran ist. Und später dann wird es relativ leicht. So wie jetzt. Und das Lager wandert dann in die Hülse hinein. Bevor jetzt das neue Gummilager eingesetzt wird, machen wir einfach den Arm ein bisschen sauber und kleine Rostspuren können wir mit einem Schleifpapier etwas wegschleifen und dann bereiten wir uns den neuen Gummi schon vor, der liegt schon hier. Dabei ist es wichtig, bei dem Modell jetzt hier zumindest, wie man sieht, ist der unterschiedlich geformt. Links hat er eine längere Nase als auf der anderen Seite und wie rum das Teil eingebaut wird, das zeigen wir jetzt auch gleich mal am Auto nochmal direkt, sonst kann man einen Fehler machen, dass Teil dann genau für Kletterung angebaut ist. Und erstmal müssen wir dann erst noch diesen Gummi hier wieder versuchen in den Arm hineinzubekommen. Bei manchen geht es relativ einfach, bei anderen ist ein bisschen mehr Druck vonnöten. Dazu nimmt man einfach auch wieder hier so einen Schraubstock und in irgendeiner Position rutscht er dann schon hinein. Jetzt haben wir mal den Arm schon so weit reingehängt, wie er nachher wieder positioniert werden muss. Und jetzt ist es eben wichtig, auch diesen Gummi in der richtigen Position in den Arm hineinzupressen. Dabei ist es auch noch wichtig, dass man hinten eine Metallplatte nicht vergisst, die auch in dem Einbausatz mit dabei ist. Diese Metallplatte kommt auf das kürzere Ende von dem Gummi. Also vorne ist jetzt das längere Ende. Und dieses längere Ende zeigt dann zu dieser Metallplatte hier vorne hin, die was man im vorderen Bereich sieht. Und das kürzere Ende mit der Metallplatte zeigt nach hinten zu dem Rohr. Und genau in dieser Position, so wie wir es jetzt halten, Metallplatte nach hinten, kommt dann in den Arm hinein. Von der Seite, auch ganz wichtig, man muss ihn also nochmal kurz so reinlegen, wie wir wirklich dann auch reingehört. Also wir ziehen es jetzt von da aus schön an der Position, wo das L ist, kann man sich das merken, für links. Da kommt dann also auch unser Gummi rein und in dieser Position können wir dann die ganze Geschichte wieder einbauen. Der Einbau vom Lager ist nicht gerade das Einfachste, weil einfach schon dieses mit Material schon so extrem hart ist. Man muss es wirklich erst auf einer Seite, wie man es unten sieht, Unterseite hineinpressen, einen Schraubstock oder geeignetes Werkzeug. Am besten geht wirklich der Schraubstock oder eine Presse eben. Und dann stückchenweise immer wieder ein bisschen, wir haben jetzt Kunststoffreiniger einfach hergenommen, wieder ein bisschen einsprühen, sodass die Lichtlippe hier oben, also die Lippe, wo es reinrutschen soll, immer ein bisschen geschmiert ist. Und jetzt versuchen wir einfach mal weiter zu drehen, ob das Ding jetzt irgendwann mal reinrutscht. Ja, jetzt stellt es sich langsam gerade. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen Geduldsspiel. Irgendwann mal ist das Ding dann einigermaßen drinnen. Und dann können wir hier hinten unsere Hülse wieder draufsetzen. Diese hier und dann das Teil komplett reindrehen. Gut, das reicht schon. Jetzt machen wir es wieder komplett auf. Hoffen, dass diese Lippe drin bleibt. Das geht. Gut, und jetzt setzen wir einfach das Teil nochmal mit der Hülse hinten an und pressen den Rest hinein. So, nochmal ein bisschen einsprühen und jetzt mit der Hülse schön langsam weiterdrehen. Jetzt rutscht das Ding sogar richtig schön mittig rein. So.
So, und jetzt beim Ausbau darauf aufpassen, dass auch hinten die Lippe wieder komplett aus dem Metall heraus ist. Deswegen drücken wir noch ein bisschen weiter. Ich ziehe mal ein bisschen fester, damit auch wirklich so viel Kraft wie möglich von der Seite ausgeübt wird, dass wir dann auch das Teil komplett draußen haben. Man sieht sogar noch hier an der Stelle ganz gut, dass die Lippe noch ein bisschen drin ist. Aber jetzt dürfte es eigentlich schon passen. Jetzt bauen wir es einfach mal wieder aus. Bevor wir jetzt aber den Arm wieder einbauen könnten, kurz noch eine Kleinigkeit. Und zwar in der Mitte ist noch eine Metallhülse und da ist auch mitgeliefert so ein Fett. Das heißt, mit dem Fett wird die Innenseite, das Loch von dem Gummi einfach ein bisschen eingeschmiert von beiden Seiten. Das reicht aber auch für beide Arme aus. Und eben auch die Hülse auch ein bisschen noch einschmieren und dann wird die Hülse einfach in die Mitte reingesetzt. Und wie gesagt, wenn man jetzt nur die Druckstangengummis erledigt haben wollen würde, dann würde es jetzt reichen, dass wir das Teil jetzt wieder einbauen. Wir machen jetzt aber erst noch auch den Querlenker raus und bauen natürlich erst dann wieder alles komplett ein, wenn wir beide Seiten vom Querlenker und von der Druckstange gewechselt haben. So, jetzt müsste dieses Metallrohr in die Mitte hineinkommen. Genau, mit dem Fett geht es eigentlich relativ gut, sonst wird man sich das schwer tun. Um den Querlenker jetzt auszubauen, müssen wir auch bei dem Fahrzeug hier die vordere Abdeckung herausnehmen. Die ist also nur hier vorne mit zwei Plastikmuttern festgemacht. Eine ist hier unten und da drüben nochmal zwei Plastikmuttern, weil nämlich die Schraube hier vom Querlenker hier nach vorne hin herausgezogen werden muss. Und dann schauen wir uns an, ob wir das geeignete Werkzeug haben, um dieses Gummilager vom Querlenker herauspressen zu können im eingebauten Zustand. Dadurch würde man sich dann eben sparen, das Federbein unten lose zu machen vom unteren Achsschenkel. Wenn es natürlich jetzt nicht das Werkzeug da haben zum Rauspressen, dann bauen wir den Querlenker natürlich komplett raus und dann wird er dementsprechend am Schraubstock ausgebaut. So, jetzt haben wir hier schön die Schraube zugänglich, um die eigentlich es geht. Und dann werden wir gleich mal sehen, ob wir den Querlenker drin lassen können oder nicht. Jetzt können wir die Schraube rausziehen und man sieht, dieses Lager ist es, was wir eigentlich tauschen wollen. Ja, man sieht auch schon rundherum, um das Auge hat sich der Gummi komplett auch schon befreit. Nur oben ist er noch einigermaßen an der Stelle, wo er als Neuteil war. Hinten drüber genau das gleiche. Ja, und dieses Teil kommt jetzt auch komplett raus. Wie gesagt, wenn wir eine passende Hülse haben, dann ziehen wir das Ding jetzt einfach raus. Und wenn nicht, müssen wir eben hier unten noch diese drei Schrauben vom Federbein unten lösen, um dann eben an die obere Schraube ranzukommen, die hier ganz schwer zu sehen ist, um dann eben den Querlenker komplett rauszunehmen. Also mit unserer Konstruktion sieht es ganz gut aus, dass wir jetzt das Lager vom Querlenker heraus drehen können. Einfach nur aus dem Spezialwerkzeugsatz hier das lange Gewinde herausnehmen. Da gibt es ein etwas größeres Gewinde. Das kleinere passt aber perfekt hier durch. Hinten diesen Aufsatz, wo das Tonnenlager normalerweise mit rausgezogen wird. Und dann einfach die passende Ballackscheiben hier vorne ansetzen. Und jetzt versuchen wir mal, ob das Lager jetzt in die Tonne hinein gedrückt wird. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, dann hätten wir uns, wie gesagt, eine Menge Arbeit gespart. Sonst hätten wir eben hier oben alles ausbauen müssen. Diese drei Schrauben runterziehen müssen und dann die obere Mutter vom Querlenker ausbauen müssen, wieder mit dem Abzieher. Und so geht es natürlich um einige schneller. Das sieht ganz gut aus. Drehen, dann müsste das Ding eigentlich auch schon in der Tonne drin verschwinden. Dann können wir die ganze Sache wieder ausbauen und die anderen Lager einsetzen. Jawohl, so, das war's. Ja, und wieder kannst du es da vorne rausnehmen. Perfekt, das passt schon mal. Unser altes Lager haben wir jetzt ausgebaut, ist wunderbar gegangen. Und das Schöne ist, der Einbau der neuen Lager ist um einiges einfacher als der Ausbau vom alten. Und auch wenn man theoretisch
Original-Bimetall wieder einbauen will, ist es so viel einfacher, weil man einfach nur die zwei Dinger nimmt, zusammendrückt und es ist schon fast erledigt. Das kommt jetzt nur noch in der Mitte eine Metallhülse rein. Das kann sein, dass es ein bisschen schwerer reingeht. Vielleicht muss man die mit der Zange oder dem Hammer ein bisschen reinklopfen, wenn es nicht so mit der Hand reingeht. Du nimmst einfach den Hammer her. Und dann hat man nur noch zwei Metallscheiben, die rechts und links etwas drauf kommen. Dann muss ich noch ein bisschen rein. Genau, die Metallklammern. Diese Metallscheiben kommen so rein. Und zwar sind die auf der Oberseite sind die abgeflacht und genau so müssen die auch eingebaut werden, sonst würde man das Loch auch gar nicht erwischen können. Also flache Seite nach oben, zeige ich dir nochmal kurz in die Kamera. Genau, jeweils oben abgeflacht und die Oberseite steht sozusagen jeweils oben hier an der Schweißnaht an vom Träger. Du holst jetzt noch kurz einen Hammer her und klopfst das Ding nochmal rein und dann können wir auch schon anfangen mit dem Einbau. Jetzt haben wir die Schraube wieder durchgesteckt durch den Vorderachsträger und der Querlenker wird jetzt also erstmal wieder angezogen. Allerdings ziehen wir die Schraube noch nicht fest an, dass noch kein richtiger Druck auf den Vorderachsträger ausgeübt wird. Das machen wir erst dann später, wenn wir auch den anderen Lenker wieder, die Druckstrebe wieder hinten eingebaut haben. Und dazu lassen wir das Auto dann auch ein bisschen runter und belasten das Federbein hier an der Stelle hier unten, sodass wir ungefähr die Einbaulage haben, als ob das Auto im stehenden Zustand auf der Straße stehen würde, sodass wir sozusagen eine gewisse Vorspannung haben an den beweglichen Teilen. Genau, so reicht es schon. Und dadurch, dass wir jetzt hier unten nichts aufgemacht haben, sind wir also in dem Bereich schon am Querlenker vorne fertig. Die Druckstange können wir jetzt einhängen. Dazu einfach wieder über die Spurstange rüber. Am Federbein unten einhängen und am besten gleich mal zur Sicherung eine Mutter draufschrauben, damit uns das Ding dann nicht gleich wieder auf den Kopf rauffällt, wenn wir es loslassen. So, da kann jetzt nichts mehr passieren. Und wenn man jetzt hier oben das Auge einhängen will, nicht vergessen, auf der anderen Seite nach hinten hin kommt ja dann noch unsere kleine Beilagscheibe mit dazu. Die hier, die wird dann einfach hier hinten dazwischen gesteckt und jetzt kann man den Lenker so ausrichten, und zwar, wir haben es vorher schon gemacht, indem man einfach hier vorne am Federbein ein bisschen hin und her dreht. Sobald man die richtige Position gefunden hat, dann geht das Loch sozusagen genau übereinander mit dem Auge. Und dann kann man wunderbar die Schraube in einem Stück durchziehen. Jetzt schieben wir die Schraube wieder durch den Vorderachsträger durch mit dem Lager. Auf der anderen Seite, wie gesagt, nicht vergessen, die Scheibe ein bisschen festhalten, damit die nicht verrutscht. Ja, und dann wird auf der Seite drüben die Mutter eingesetzt. Vorne Beilagscheibe noch, genau. Und das ziehen wir jetzt also auch nur so weit an, dass es einigermaßen anliegt, aber noch keinen Druck ausübt. Und dann werden wir erst die Achse ein bisschen belasten. Federbein sozusagen nach oben drücken und in der Position ziehen wir dann auch erst beide Arme an, also Querlenker und Druckstange. Wenn wir hier unten in der Vorderachse ein bisschen Druck ausgeübt haben. Ja, und das war dann schon mal der erste Durchgang für eine Seite zum Wechseln. Einzige, was sich ein bisschen schwerer gestaltet, ist wie gesagt der Ausbau von dem Lager, das wir jetzt gerade wieder hier einbauen. Das heißt, da braucht man entweder eine Presse oder einen guten Schraubstock dazu. Oder einfach, es geht auch mit viel Gewalt, mit einem großen Hammer und dementsprechend oft draufklopfen. Haben wir auch schon ab und zu mal probiert. Geht auch, wenn man nicht das richtige Werkzeug dazu hat. Und das hier geht relativ einfach. Nur der Einbau gestaltet sich ein bisschen schwerer, weil eben hier oben an den Oberkanten das Gummilager so geformt ist, dass es sich nur durch mit etwas Kraft von unten her hinein in die Position bewegen lässt, dass man auch das Loch trifft. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so schlimm, die ganze Geschichte. Genau, dann können wir das auch schon festziehen. Dazu werden wir jetzt gleich ein bisschen noch eine Zange von oben gegendrücken lassen, sonst wird das die ganze Zeit durchgedreht. Und das können wir jetzt eigentlich auch schon direkt sofort festziehen. Und dieser Arm ist dann sozusagen hier an der Seite schon komplett erledigt. Und nur noch die anderen beiden Seiten einmal hier und einmal da vorne machen wir dann ganz am Schluss.
So können wir jetzt auch den Arm hier vorne schön festziehen. Also man muss immer ein bisschen Druck von oben mit einer Zange gegenhalten, sonst dreht sich unten das Gewinde nämlich einfach nur lose durch, weil eben nur durch den Konus, der was da verbaut ist, dass das sozusagen gesichert wird. Sobald man den Arm nach unten drückt, hält dann auch das Gewinde fest. Und so wie man sieht, ist es auch schon ganz gut gegangen. Und richtig festziehen tun wir dann, wie gesagt, jetzt alles in dem Moment, wo wir jetzt nochmal hier oben die Lenker hier oben nochmal ranziehen. Ja, und so sieht dann die komplette fertige Seite mit den neuen Gummilagern auch aus. Jetzt haben wir einen Getriebeheber hergenommen und den haben wir jetzt direkt unter das Federbein montiert. Hier an der Stelle kann man es gut einhängen. Aufpassen, dabei kann sich die Lenkung ein bisschen verdrehen, nicht dass dann eventuell durch die Spannung der Feder die Lenkung sich komplett verdreht und das Ding hier unten rausrutscht. Und jetzt haben wir ungefähr die Position eingehalten, so dass man sieht, der Lenker ist ziemlich gerade, so als ob er fast auf der Straße stehen würde. Und in der Position können wir jetzt unsere beiden Stangen wieder einbauen. Wir fangen jetzt mal hinten mit der Druckstange an. Jetzt können wir es richtig schön festziehen. Gut, das passt. Und dann brauchen wir natürlich noch vorne am Querlenker. Da brauchen wir dann eine 19er Schlüsselweite. An der Druckstange hinten ist eine 22er. Und so ist dann auch gewährleistet, dass also die Position vom Gummilager sozusagen die Anfangssituation hat, als würde man das Fahrzeug auf dem stehenden Belag sozusagen montieren, sodass keine Spannung beim Einfedern sozusagen drin ist. Gut, das reicht auch. Ja, und damit ist die Sache erledigt. Wir werden jetzt dann auf jeden Fall nochmal die Hinterachsgummi wechseln. Das wissen wir jetzt natürlich nicht, ob wir das noch in dieses Video mit reinmachen. Vielleicht klappt es sogar noch. Und das sind hier die hinteren Tonnenlager. Die werden wir auch gegen dementsprechend andere Lager, härtere Lager austauschen. Ja, und dann ist das erstmal der erste Schritt, um zu sehen, ob wir dann was davon gehabt haben. Ob das Fahrzeug ein bisschen direkter wird, ein bisschen das Indirekte rausbekommen und ein bisschen mehr Fahrspaß wieder reinbekommen ins Fahrzeug.